So, ich bin hier am Bahnhof Karl-Bonhofer Nervenklinik. Der Bahnhof hieß mal früher Wittenau-Kremner Bahn. Wir schauen uns mal den Bahnhof etwas genauer an. Und mit etwas Glück sehen wir noch heute einen Zug. Ja. War, glaube ich, mal ein Kiosk. Schaut, ja, das ist alles verlassen hier. Sieht so aus, als ist keiner. Das ist auch die Information. Ja. Ist hier sehr ruhig. Mal die Treppe hoch. Früher war die S-Bahn-Strecke stillgelegt, aber ist schon lange her. Jetzt fährt die S-Bahn wieder. Auf jeden Fall fehlt hier das Dach. Und natürlich ein zweites Gleis fehlt auch. Warten wir mal, Ich glaube, gleich kommt eine S-Bahn. Die werden wir dann sehen. Einen kurzen Cut, bis die S-Bahn da ist. Und da kommt die S-Bahn. Da steht die S-Bahn, ging es wieder runter. Fährt nach Henningsdorf, nach Teltowstadt. Ja, und wenn ihr für den zweigleisigen Ausbau der S-Bahn seid und noch zusätzlich zweigleisig für den Regionalverkehr, also den Wiederaufbau der Kremner Bahn, dann lasst auf jeden Fall ein Like unter dieses Video da, damit ich sehen kann, wie viele dafür sind, weil ich bin auf jeden Fall dafür. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zur nächsten Woche und tschüss.